Upsala. Grüezi, grüezi, Zuschauer. Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Panther Replay. Heute haben wir einen Replay von dem lieben Core 74 in dem schönen deutschen Jagd-T-Shirt. T9 TD, der ja, logischerweise Deutschen. Und ist hier unterwegs auf Stutzianski. Stutzianski, ja, whatever. Die Map halt als ganz entspanntes Mittier. Und fertig mit Schokolade. Fällt mir auch fertig mit Schokolade. Und wollen wir schauen, was der liebe Herr mit diesem wunderschönen Panzer anstellt. Der jagt hier ja an. Das war mein zweiter Tier 9 Panzer, glaube ich. Ich glaube, der zweite. Und ich hatte noch, als es den Jagd E100 nicht gibt, irgendwie hier das Replay komischerweise am Lecken oder auch immer, aber Wargaming halt, ne? Und ja, Jagd hier. Ups, Entschuldigung. Jagd hier immer noch ein sehr schöner Panzer. Eine Waffe aus Sahne und übrigens bereits der erste EBR-90 tot. Und zwar zum Glück der vom Gegenteam und nicht der eigene. Ja, EBR ist halt, ne? Also wir haben noch nicht mal eine Minute Spielzeit auf der Uhr. Wir haben noch nicht mal die Position erreicht, die Kurve hier vorhat zu erreichen und der EBR ist schon tot. Ja, nun. Was wollte ich sagen? Genau, Jagdjäger hat eine Premium-Waffe drauf, also wirklich Schmackes von Schmackes. Der Aufsatz ist auch ganz nett, leider halt ein bisschen gerade, sag ich jetzt mal, wenn man da dann ABC kommt man, beziehungsweise Goldmunition kommt man oftmals um durch. Die Wanne ist halt so ein bisschen halt langsam, aber wenn man mit dem Panzer mal zum Schießen kommt, dann ist es sehr, sehr nett. Außer natürlich, man hat das Pech. Ein OP-Russen wieder Defender vor sich. Ja, dann ist es anders, aber das gibt es Goldmunition, wollte ich gerne sagen. Mit dem könnte man durch den Turm schießen, aber Kuro scheint sich hier die angelegte Platte zu schießen, was mich gerade ein bisschen verwundert, weil wenn du oben dran. Kuro oben einfach auf dem Turm, einfach nur auf dem Turmholz, der geht locker durch, weil die Waffe, die Wanne ist so hässlich angewinkelt. Jetzt hat es. Ausgekriegt, eben gesagt, schon 1000 einfach mehr gebaut. Ne? Also der Jagdjäger, ich glaube, ich könnte mir auch mal wieder so Spaßpanzer. Ja, aber das ist genau das, was ich jetzt gesagt habe vorhin. Wenn halt dann 113 sich entscheidet, oh, da kommst du durch, komm, komm, geht. Genau, sehr schön. Den zweiten Panzer geben wir leider auch nicht allzu prickelnd von dem Panzer. Und hier der E5, ich weiß nicht, was der E5 probiert, aber ist der Patton, also ganz ein unangenehmer Teammate. Ganz unangenehm, Teammates. Genau, was ich aber vorhin angesprochen habe, Heatladen, und dann kommt man halt einfach durch den Aufsatz durch. Also ein bisschen. Ja, ne? Und für den 113 kein Problem. Aber ich möchte hier kurz hinweisen: Wir haben jetzt 3 Minuten durch und Kuro hat schon 2800 Damage auf der Uhr, ne? Also, das, meine Damen und Herren, ist halt dann der Jagdjäger, wenn er zum Schießen kommt, ein Biest. Einfach nur ein Biest, was Genauigkeit, was. DPM, was Alpha, einfach alles. Die Waffe ist einfach so geil. Ha, ihr seht, ich bin am Schwärmen und ja, hier der eine Skoda versucht bereits abzuhauen. Wobei man andererseits die Panzer natürlich auch nicht unterschätzen darf. Also ganz so schlecht ist sie nicht, sie hat nicht ganz so gut. Und wenn man sich ein bisschen Zeit lässt mit eben, kommt man auch gut durch. Jetzt hier Ferdinand, der demnächst. Ach, 638, wie geil. Lecker. Ja, wir müssen ein bisschen Zeit nehmen, um zu aimen und so weiter und so fort. Gehen wir nochmal rein, ich glaube nicht, dass er der Fan tut. Und dann ist halt die Panzerung leider nicht mehr so gut, aber wenn man einfach nur ein bisschen snapshottigartig drauf aimt, dann ist sie natürlich nicht zu verachten. Und ich glaube, das sieht man hier auch, 2800 Damage bereits gebounced. Das ist bereits über ein zweites Leben, was hier Kuro haben darf. Leider den Schuss am Jagdjäger, am Scorpion vorbei. Und jetzt sieht man auch so ein bisschen das zweite Manko am Jagdjäger, durch das halt so langsam ist, ne, wenn es mit Aufräumen geht. Und dann hinkt so ein Jagdjäger natürlich dann schon mal ein bisschen nach.
relativ mit geschmeidigen 20 km/h hier durch die Weltgegend, um noch die letzten verbleibenden Gegner zu suchen, weil wohlgemerkt, das Gefecht sei nach den ersten 3 Minuten bereits vorbei gewesen. Und geht es jetzt eigentlich nur noch ums Aufräumen. Die 3 Gegner hier noch alle auf der anderen Flanke gespottet gewesen, sprich immer dort herumtummeln. Und Kohl geht jetzt hier auch schön aggressiv mal Richtung Gegner. Lädt jetzt hier AE nach, sehr spannende Wahl. Hat wahrscheinlich hier die Hoffnung, dass er eben nicht den TVP trifft, sondern die Su oder den Rheinmetall. Leider hat es gerade genau einen TVP gesehen, was natürlich viel angenehmer gewesen wäre, hätte er einen normalen AP-Schuss drin, aber ja, den seitlichen TVP darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Das war nochmal ein leckerer 442 Damage und der Killshot. Es hat noch eine HE-Waffe. Genau, hat noch eine HE-Waffe. Wenn die geschossen hat, dann kann er nicht mehr schießen. Noch ein HE-Schuss. Mal schauen, ob er dir der Su reindrücken kann. Ich glaube, was hat er vielleicht? 900? 700 nur? Schade. 650 hat er. 560, 700. Genau, so. Meine Güte. Nicht 750. Anyway. Was soll ich eigentlich sagen? Genau, aber das Ding hat eh kaum mehr HP, von dem her hat er erstmal gemeint, er müsse hier in die Mauer schießen. Schade, das wäre noch ein schöner Abschlussschuss gewesen und ja, der Rheinmetall macht es jetzt, glaube auch nicht mehr allzu lange, weil ja, die Su entscheidet, sie macht jetzt hier Ende an der Stelle und das machen wir auch. Wir switchen hier gleich mal rüber, wir machen das heute mal ein bisschen effizienter, wenn schon die ganze Runde so effizienter. Haben wir Panzers, haben hier kleines Zeug, das jemand interessiert, und ein Großkaliber. Schon geil. 5000 Damage, 4 Kills, 1050 Basics für ein zweites Objekt, und dritte steht E5 gegen Team am TVP. Entschuldigung, TVP, Su und Skoda. Haben hier 18 Schüsse abgegeben, von den 18, 15 getroffen, also lecker Schmecker. Leider nur 10 durchgegangen. Und diese 10, die waren halt den lieben Kollegen Defender hier geschuldet, der dann halt auch mal 2600 gebounced hat. Aber ja, naja, soll es geben, ne? 5300 Damage, davon 1500 in Anführungszeichen gesniped. 10 Schüsse hat er erhalten, davon sind 3 nur durchgegangen, das sind 3x 113 mit Key gewesen. Und 7 Schüsse sind gebounced, was ihm 2840 Block Damage gibt, was, wie gesagt, über ein Leben mehr hier, ne? Ist. Ihr wisst, was ich meine. 7 Gegner angeschossen, von den 7 Gegnern hatte er 4 zerstört und noch 180 Unterstützungsdamage, also besser als 0. Ja, aber das war eine schnelle Runde und wir behalten das auch schnell. Ich danke euch fürs Einschalten und freue mich bis nächstes Mal. Haut rein. Tschüssi.